Du kennst das sicher. Du machst zwei tolle Schläge, liegst unmittelbar vor dem Grün, hast nur mehr einen kurzen Chip zur Fahne und dann passiert es. Du machst einen fetten Chip oder noch schlimmer, du toppst ihn übers Grün hinten in den Bunker und die Katastrophe ist perfekt. Man kann mit einfachen Tricks und Wissen sich eine Menge Schläge rund ums Grün sparen. In diesem Video erkläre ich dir, wie dir das gelingt, ohne dabei deine Technik zu ändern zu müssen. Also bleib dran. Wir starten jetzt. Immer wieder sehe ich bei Golfern, dass sie rund ums Grün komplett unnötig Schläger liegen lassen. Und einfach nur deswegen, weil sie mit einem Chip oder Pitch nicht einmal das Grün treffen. Da gibt es für mich eine absolut wichtige Regel. Und zwar, es darf keinen zweiten Schlag geben rund ums Grün. Das klingt zwar logisch, aber denke mal über deine letzten zwei Runden nach. Wie oft ist es dir passiert, dass du nach einem Chip oder Pitch noch einmal chippen musstest? Schreib es unten bitte in den Kommentaren. Ich bespreche jetzt in diesem Video drei Schläger mit dir, die deinen Score anhaltend verbessern können. Diese drei Schläger sind das Sandwich, das Eisen 9 und der Putter. Beginnen wir mit dem Sandwich. Ein sehr beliebter Schläger bei vielen Golfern, weil der Ball so wunderschön weich aufs Grün fliegt und sofort liegen bleibt. Zumindest sieht man das im Fernsehen. Vergiss aber bitte nicht, dass die Profis im Fernsehen immer ein ziemlich dichtes Raff ums Grün haben und die Grüns sind auch sehr, sehr hart. Der Schlag mit einem Sandwich ist zwar sehr schön, aber wahnsinnig schwierig auszuführen. Du musst dir nämlich vorstellen, wenn du der Ball bist und du siehst jetzt auf die Schlagfläche hinauf, jetzt sehe ich als Ball fast keine Schlagfläche, ich habe fast keine Antriebfläche, wo ich den Ball gut treffen kann. Damit muss ich sehr, sehr präzise sein und viele Fehlschläge sind vorprogrammiert. Daher empfehle ich dir zwar schon mit dem Sandwich zu üben, einfach um die Fähigkeiten zu verbessern, aber einen Schlag ums Grün, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, würde ich nicht damit machen. Also weg. Sprechen wir mal über meinen absoluten Lieblingsschläger, den ich wahnsinnig gerne ums Grün verwende, nämlich das Eisen 9. Das Eisen 9 hat einen sehr, sehr angenehmen Ballflug, ist in der Regel relativ einfach zu treffen. Der Ball geht nicht gar zu flach weg, aber es ist überschaubar. Aber das 9 Eisen hat einen riesengroßen Vorteil. Und zwar, man kann hier sehr gut den Landepunkt planen und das Rollverhältnis einschätzen. Und zwar ist es so, wenn ich einen Chip mache mit dem 9er Eisen, dann habe ich ein Flug-zu-Roll-Verhältnis von 1 zu 3. Das heißt, ein Teil Flug, drei Teile Roll. Sprich, wenn ich jetzt hier stehe und mir das Ziel ansehe, brauche ich nur die Strecke halbieren und dann noch einmal halbieren. Und dann weiß ich, wo der Landepunkt ist. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich jetzt mich eigentlich nur auf den Landepunkt hier vorne konzentriere und überlege, wie viel Energie brauche ich, dass ich bis dorthin schlage. Und dann brauche ich eigentlich nur den Chip ausführen und du wirst sehen, dass der Ball dann wirklich sehr verlässlich mit diesem 1 zu 3 Verhältnis dann rollt, sofern das Grün jetzt nicht super weich ist oder super hart ist. Ein häufiger Fehler, den viele machen, ist, sie schauen auf die Fahne oder aufs Ziel und holen dann so weit aus, als ob sie den Ball bis dorthin hinfliegen lassen wollen. Du brauchst ihn aber nur bis zum Landepunkt spielen, deswegen reicht eben der Fokus darauf. Also bitte achte darauf, dass du wirklich den richtigen Landepunkt wählst und da eignet sich das 9er Eisen perfekt dafür. Bevor ich jetzt zum letzten Punkt komme, würde ich dich bitten, wenn dir dieses Video gefällt, dass du ein Like hinterlässt und mir dabei hilfst, den Kanal wachsen zu lassen. Kommen wir zum dritten Schläger, den ich mit dir besprechen möchte, nämlich den Putter, eine absolute Geheimwaffe. Ich gebe zu, es schaut nicht so schön aus, wenn der Ball da so flach dahin rollt bis zur Fahne, aber es ist unglaublich effektiv. Vor allem, wenn man verunsichert ist. Es gibt so Tage, das kennst du sicher, da hat man einfach kein Gefühl, da trifft man den Bälle nicht ordentlich, weiß nicht, was man falsch macht. Und da kommt dieses Gerät absolut zur richtigen Zeit. Der Putter hat den Vorteil, dass wenn ich aus der Sicht des Balles hinsehe, ja, der Putter kommt hier runter, dann kann ich jetzt sehr viel Schlagfläche sehen. Im Gegensatz zum Sandwich natürlich ein Riesenvorteil, weil ich da durch den Ball regelmäßiger und besser treffen werde. Sehr, sehr häufig ist es gar nicht notwendig, dass der Ball schön und weich fliegt und auf dem Grün landet und sofort stehen bleibt. Häufig reicht es auch, dass man einfach ihn wirklich nur flach spielt und ihn wirklich, wie ich vorhin auch gesagt habe, einfach nur aufs Grün sicher bringt.
Da stört es dann auch nicht, dass man dann manchmal 5 oder 10 Meter Fairway dazwischen hat. Das würde ich mal unbedingt probieren. Beim Putter würde ich dann nicht auf eine klassische Putt-Technik gehen, sondern einfach ein bisschen halten, wie man den Ball chippen würde. Ich versuche den ein bisschen entspannter zu spielen. Ja, und dann hat man auch keine Probleme mit der Energieübertragung. Und du wirst sehen, der Ball läuft sehr verlässlich weg. Und du wirst sehr verlässliche Ergebnisse haben. Eine ganz tolle Sache, die du unbedingt probieren solltest. Am Platz empfehle ich dir, dass du in Zukunft, sofern du natürlich Zeit hast und niemanden aufhältst, wenn du einen Schlag verhaust, dann bitte nimm einfach den anderen Schläger. Zum Beispiel, wenn du das Sandwich genommen hast, probier das 9-Eisen oder den Putter. Oder wenn du das 9-Eisen verhaut hast, probier den Putter. Aber einfach etwas anderes probieren, damit du Erfahrung sammelst, damit du lernst, wann du welchen Schläger am besten einsetzt. Als nächstes würde ich dich bitten, dass du dieses Video hier anschaust. Hier geht es um die Hanglagen und da kann man sich sehr, sehr viele Schläge sparen.